Im Pop-Business wundern wir uns oft über die Outfits, die sehr, sehr fantasievoll sind. Ich denke an Lady Gaga, ich denke an The Ramones, ich denke an David Bowie, ich denke an Velvet Underground. Fashion und Pop ist eigentlich untrennbar. Dazu kommt jetzt natürlich eine, die da oben noch etwas draufgesetzt hat. Die junge Dame heißt Balbina und ist Wahl-Berlinerin. Sie trägt Kleider auf der Bühne als Performerin, ja, die eigentlich gar nicht mehr wie Kleider wirken. Das Ganze sieht dann aus wie eine seltsame Puppe mit Dutt. Wenn diese Frau tatsächlich mal nichts tut, dann denkt sie eben nach. Auch mal, bis es wehtut. Über das Grübeln hat die Berlinerin Balbina ihr zweites Album genannt, auf dem sie macht, was sie am liebsten mag, ihr Ding durchziehen. Also die Worte sind immer zuerst da und die Worte sind immer am wichtigsten. Und mit denen bin ich quasi verheiratet. Und die Musik ist ein sehr, sehr, sehr enger, guter Freund. Aber die Ehe bin ich mit den Worten eingegangen. Früher ist Balbina häufig im Vorprogramm von Rappern aufgetreten. Kein Zuckerschlecken, doch jeder Buhruf hat sie tougher gemacht. Jetzt geht sie mit ihrer eigenen Band auf Tour. Balbina ist eine kleine Zumutung für die Popwelt. In ihren kunstvollen Texten beschäftigt sie sich mit sperrigen Themen, zum Beispiel mit Zwängen und Schuldgefühlen. Ausgangspunkt ist dabei oft ein Gegenstand, wie im Song Seife. Ich trage ja sehr gerne weiße Hemden, immer schon gebügelt und habe da häufiger mal einen Fleck drauf, schon morgens, und habe versucht, den irgendwie wegzumachen und dachte so, Mann, ey, der geht jetzt hier nicht weg. Und wenn ich das jetzt schaffe, diesen Fleck wegzumachen auf meinem Hemd, wenn ich das jetzt schaffe, schaffe ich dann auch größere Fehler zu erasen in meinem Leben, die ich gemacht habe. Ich suche nach Nadeln im Heuhaufen mit der Lupe. Ich suche, ich suche, ich suche und nichts passiert. Ich sterbe hier nur ein wie ein Stoff, der auf einem Regal. Alles ist egal, ist mir doch egal. Balbina polarisiert. Ihre Fans schreiben ihr Gedichte, ihre Hater beschimpfen sie im Internet. Und fürs Mainstream-Radio ist sie zu arty. Das, was ich tue, ist wirklich aus meinem Inneren heraus generiert. Also bei mir ist es, wenn ich jetzt einen Song schreibe und eben ein Video mir dazu überlege, dann habe ich den Song vor mir und dann denke ich mir so, oh wow, und jetzt würde ich gerne das umsetzen und hier möchte ich gerne was aus Holz anhaben und hier möchte ich gerne was anhaben, wo richtige Blätter drauf sind. Das sind dann sofort Ideen, die mir kommen, und es ist so, wie ich texte, die möchte ich dann gerne umsetzen. Und die sind dann so dringend, dass es für mich eigentlich gar nichts Künstliches ist, sondern das ist so ein Bedürfnis, wie wenn jemand sagen würde, oh, ich habe jetzt total Lust auf ein Schokoladeneis. Mit der Modedesignerin Susanne Boslau arbeitet Balbina an der Umsetzung ihrer vielen Ideen. Ihr Motto beim Videodreh: geht nicht, gibt's nicht. Warum werden wir nicht langsam, langsam mehr? Langsam, langsam mehr. Zusammengesetzt aus ganz, ganz vielen einzelnen kleinen Holzkeilen. Wie viele, weiß ich nicht. Sehr viele auf jeden Fall. Ich hatte halt einen dreifachen Nasenbruch und ich hatte diese Lakritzperücke auf dem Kopf und die hat halt so auf die Stirn gedrückt und auf diesen Nasenbruch, ja. Und ich dachte echt teilweise, du weißt ja noch, wie mir das wehgetan hat, mir waren teilweise so die Tränen in den Augen. Und dann noch mit dem Holzkleid, das schwer ist, und hatte ich hier, das sieht man auch im Video, als voll die Hautirritation gekriegt. Und ich war danach so, ich liebe dieses Kleid über alles und auch die Lakritzperücke, aber ich war echt froh, dass ich das nicht mehr anziehen muss danach. Das Blätterkleid war da schon leichter zu tragen. Man hört so ein bisschen, das hört sich das jetzt an, das sind halt alles echte Blätter, die wir teilweise auf einem Blumenmarkt gekauft haben, ganz früh morgens. Und ganz viel ist aber auch, meine Mama hat ganz viele fleißig Blätter zu Hause gepflückt. So. Voll süß. Dann hat sich total gefreut, dass es da jetzt mit dabei ist. So Efeu von zu Hause. Es gibt halt keine Grenzen an Materialien. Und ich habe sie zum Beispiel kennengelernt, unter anderem über diese Schuhe hier.
Und die sind halt eben aus Metall, ja. Und als ich das gesehen habe, dass sie sowas gemacht hat, war das für mich so ein Ding, dass ich mir dachte, okay, mit ihr will ich zusammenarbeiten, weil sie ist halt eben auch nicht limitiert. Sie macht halt Schuhe aus Metall und das ist halt völlig normal. Also sie hat natürlich ihre Vorstellung von dem, was sie so tragen möchte, aber das kollidiert ja überhaupt gar nicht mit dem, was ich mache. Also es ist Fügung des Schicksals, dass es einfach perfekt passt. Wir mögen beide dieselben Materialien. Das ist der Neoprenstoff, den sie hauptsächlich auch anhat. Der war ursprünglich gar nicht jetzt für die Videos für Barbina gedacht. Ich habe den, ich glaube, wahrscheinlich 2 Wochen vor der Dreh oder bevor du angefragt hattest, habe ich den auf einem Markt gekauft. Und, auch voll viel davon. Ja, auch echt viel, weil ich ursprünglich was für mich selbst daraus machen wollte. Der ist hier überall. Guck mal, der liegt da, der ist hier. Also überall, wo du dich umdrehst, ist eigentlich dieses Neopren. Also hier in den Taschen. Die sind aus Neopren. Da vorne liegt eine ganze Stoffbahn Neopren. Genau. Die ist jetzt noch relativ neu. Das hat sie noch gar nicht gesehen bis heute. Mhm. Habe ich heute nämlich erst gesehen. Genau. Cool. Top. Voll top, ne? Hey, das ist sowas. Ich finde, die Farbe steht dir sogar echt ganz gut. Wir hatten noch eine Rose ausprobiert. Hey, ich glaube, ich nehme die morgen mit einfach. Als Team sind Balbina und Susanne so eingespielt, dass sie sogar ein eigenes Label für Accessoires gegründet haben. Sie wollen unterschätzte Materialien groß rausbringen.